Hallo und willkommen zurück zu Indiana Jones. Ja, und letztes Mal haben wir noch ein komplettes Kapitel abgeschlossen und wir haben insgesamt nur noch vier Kapitel vor uns, die im eingeschlossen, wo wir gerade sind. Also, wir haben das Spiel schon gut weit durchgespielt. Und ich bin echt mal gespannt, wie es weitergeht. Also, jetzt haben wir die Aufgabe, wir müssen zur Pagode hinaufklettern. Ich hoffe, das hat gerade nicht geknackt. Mein Kopfhörerstecker war ein bisschen rausgerutscht. So, mal gucken, wie wir am besten laufen, ohne dass wir zu viel Trubel auslösen. Vor allem ohne was zu übersehen. Die letzte Mission haben wir übrigens alle Artefakte gefunden. Und in dieser Mission hoffe ich mal, dass wir noch welche finden. Bis jetzt hat man nämlich, glaube ich, noch nichts großartig gefunden. Hier ist nichts. Ich glaube, ich nehme den anderen Ausgang. Die Wachen sind nämlich nicht ohne. Ich glaube, hier kommen wir etwas unbeobachteter raus. Oh, das ist gut. Hier ist ein Brunnen. Den brauchen wir. Oh, es hat warm hier in der Bude. Über 30 Grad wieder. Ja, da hinten waren Kisten. Nicht zum Gong rennen. Er ist zum Gong gerannt. Ist gesagt gar nicht so dumm. Nur nicht mich selbst in die Luft sprengen. Nein! Da habe ich jetzt gerade versehentlich das Messer weggeworfen. Autsch. Nein, wollte ich auch gar nicht. Mann, Nervensäge. Ups. So ist so viel zum Thema unauffällig. Also lange, aber sicher müsste ich auch hier alle Wachen erledigt haben. Was ist das jetzt endlich? Leider nicht.
Da kommt schon der nächste angestiftet. Aua! Zack! Danke. Danke. Hier ist der Party ohne Ende. Guck mal, wir können uns hier hinten noch mal heilen. Bevor unsere Lebensenergie noch kritischer wird. Hier müssen wir auf jeden Fall hochklettern. Mama mia. Die Tempelwaren des schwarzen Drachens sind echt nicht ohne. Das funktioniert nicht. Natürlich die typischen Bonsai-Bäume überall. Aber auch schön gemacht hier, muss ich sagen, das ganze Design. Passend mit dem Gong. Das funktioniert nicht. Komm, schieb die Flasche weg. Das funktioniert nicht. Ja, wir müssen wohl hochklettern. Die ganzen Türen sind anscheinend zu. Das funktioniert nicht. Hier draußen können wir uns nicht mehr großartig umsehen. Ich denke mal auch, dass hier nichts mehr weiter ist. Die Wachen haben auf jeden Fall mehr als einen Gong gehört bei der Prügelei. Das war knapp. Ach, Indy, du bist ein miserabler Schütze. Ich würde mal behaupten, ich bin zu weit entfernt. Das hätte nämlich eigentlich Volltreffer sein müssen. Okay, er ist runtergefallen. Das ist sehr gut. Kommt das schon wieder. Hey, ich gebe dir einen. In dieser Höhe will ich jetzt nicht unbedingt kämpfen. Autsch. Das war etwas hoch. Geht doch. Ich denke, ich sollte mal hier in Deckung gehen.
Nebel hier ist das. Sieht ja überhaupt nichts mehr. Och nö. Noch mehr Fassadenkletterei. Ach, Indy. Okay, die Rätsel sind bis jetzt nicht so die Wucht, aber dafür die ganzen Klettereinlagen. Gut, dass Indy keine Höhenangst hat. Indy zwar nicht, aber ich. Erstmal darauf einen Schluck Wasser. Meine Güte, hier ist ja was los. Gar nicht hoch. Sah nur so aus, als ob, weil wir müssen ja immer noch nach Schätzen suchen, aber ich denke mal tatsächlich, da kommen wir nicht weiter. Wenn es auf den ersten Blick so aussah. Da er sich an die Tür anlehnt und die nicht versucht zu öffnen, gehe ich mal davon aus, dass hier nicht funktioniert. Nee, auch nicht. Also wieder hochklettern. Immer mehr klettern und klettern und klettern. Ups. Hey, ich geh mal. Seh nix. Ugh!
Meine Hut. Nehmen wir mal ein neues Stückchen mit. Meine Güte, ey. Da war auch so viel Platz zu kämpfen. Auch schon wieder Kletterei. Tut das Not, dass das alles hier so hoch ist? Meine Güte, ey. Hat auch gar keine Chance. Ach, lebst du immer noch? Bleib unten. Mama mia. Hier kriegt der gute Indie aber ganz schön was auf die Backen. Sieht schlecht aus. Wir haben noch einen Pfeil, wir haben noch einen Eisenhauttrank, einen Heiltrank, einen Tigerkrafttrank. Das ist nicht viel. Aber wir haben wie ein Kapitel geschafft. Es war dumm, uns zu verraten. Ich habe dir so viel Vertrauen geschenkt. Eines Tages hätte ich dich zur Kaiserin an meiner Seite gemacht. Aber nun steht dir ein anderes Schicksal bevor. Du weißt, welche Strafe auf Verrat steht. Heute Nacht werde ich Kunchen deine Seele opfern. Oh ja, und dann wird mein Meister den Spiegel der Träume zusammensetzen. Das Herz des Drachens wird mir gehören und ich werde jeden, der sich mir widersetzt, vernichten. Schlaf gut, mein Schmetterling. Heute Nacht schlägt deine große Stunde. Okay, okay, nur keine Panik. Ich hol sie schon hier raus. Was war das? Zu schade, dass wir sie töten müssen. Hey, aber es macht Spaß. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen, Schwester. Der Meister will seinen Kopf auf dem Silbertablett. Nette Verehrer. Oh. Ich schlage keine Frau. Aber in ihrem Fall mache ich eine Ausnahme. Die Schwestern sind bestimmt nicht ohne. Au. Komm, trinken. Da die beiden nicht mal im Bosskampf sind, ist das vielleicht gar nicht so verkehrt. Schätzchen, wir haben ein Date mit dem Schicksal. Ah, super.
Ich habe mich da gar nicht umsehen können. Falsche Taste. Ich wollte eigentlich springen. Mist. Ja, dann gucken wir mal, was die Zeit sagt, denn ich denke mal, der Part hat bestimmt schon wieder Überlänge oder zumindest seine Zeit erreicht. Auch meine Stimme versagt auch schon. Ja, oh, doch nicht. 20 Minuten erst. Kam mir eigentlich so vor, es hätte wahrscheinlich Zeit, weil wir so weit gekommen sind schon. Na gut, dann machen wir noch ein bisschen. Schon wieder. Okay. Diese Platten sind fallen. Ja, ich lasse mal die Peitsche ausgerüstet. Ich habe irgendwie so das dumme Gefühl, dass wir wieder die Peitsche brauchen. Aua. Aua. Verdammt. Aua. Okay, das wird richtig fies. Das wird richtig, 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 richtig fies. Ich würde sagen, wir brauchen den Eisenhauttrank beim Runterrutschen. Ah, da der leider auch das Leben abgespeichert hat, haben wir natürlich ziemlich wenig Leben. Mit dem Springen klappt überhaupt nicht hier. Nein! Mist! Ach, den Abschnitt müssen wir nochmal neu machen. Denn, ich sehe nämlich gerade, dass wir da an der Stelle nämlich noch etwas hätten machen können, weil entweder hätten wir uns da mal voll heilen können, oder da wäre sogar ein Schatz gewesen, aber nämlich ein Punkt, den wir hätten anspringen können. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall die Peitsche ausgerüstet lassen. Das heißt, vorher Eisenhauttrank und dann gezielte Sprünge. Ah, man muss schon sagen, Indie ist hier eher ein Actionfeuerwerk. Als wirklich groß rätsellastig. Keine Ahnung, was sie damit gemeint haben, dass manche Rätsel schwer wären. Kann aber auch sein, dass ich mich vertue und ein anderes Indie-Spiel damit gemeint war. Ich weiß auf jeden Fall, dass bei einem Indie hieß, dass die Rätsel nicht ohne sind.
Okay, also hier können wir uns nur heilen. Ah, geschafft. Na gut, hätte es natürlich sein können, dass da mehr ist, aber da ich es nicht genau weiß. Was zum... Der Schuss hat auf jeden Fall getroffen, den ich noch hatte. Oha, das war mies. Wieso schlägt er nicht? Ah, komm schon her. Ganz schön hartnäckig, die Viecher. Wahrscheinlich darf ich mich noch mehr mit denen rumprügeln. Haben wir auf jeden Fall jetzt schon fast alles verbraucht, was wir haben. Ach nö, nicht schon wieder. Bleib doch endlich mal am Boden. Ich prügel dich wieder zurück ins Grab. Aber schon sehr geiles Kapitel. Oh, da liegt ja was drin.
ein Tigerkrafttank. Ah. Ein Breitschwert. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir wahrscheinlich hier an der Stelle mal einen Cut. Wir haben ja erstmal die ganzen Gegner platt gemacht. Wir haben auch schon eine halbe Stunde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.